Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute sprechen wir über den vermeintlich besten Wechselrichter auf dem Markt. Aber falls noch nicht geschehen, dann diesen Kanal jetzt abonnieren, die Glocke aktivieren, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Vielen Dank für deine Unterstützung. Moin Jan. Hi Chris. Ich bin schon ganz aufgeregt. Du hast was richtig Cooles mitgebracht und zwar von AP Systems. So ist es. Wir haben hier einen ganz neuen Wechselrichter. Aktuell wird es ja immer schwieriger, einen Wechselrichter zu finden, der ein Relais hat. Alle haben es gehört, alle bekommen es mit. Und der hat jetzt eins? Der hat eins. Dein Ernst? Mein Ernst. Okay, dann schieß mal los. AP Systems, ja. Modell EZ1. Genau, AP Systems, EZ1. Optisch der Nachgänger vom DS3S. Ja, wer AP Systems nicht kennt, amerikanische Marke, ursprünglich tatsächlich eher aus dem professionellen, industriellen Bereich. Und der EZ1M ist der Nachfolger vom DS3S und dieser Wechselrichter ist mit Relais und komplett ausgelegt für den Endnutzer. Sprich, do-it-yourself, eigene Balkonkraftwerke aufbauen, ohne Installateur, einfache Einrichtung, perfekt. Willst du mir etwa sagen, AP Systems hat es verstanden? Die haben es verstanden, genau. Vorher mit dem DS3S, wirklich tolles Gerät, war immer ein bisschen umständlich, da gab es einen Installateur-Account. Okay. Das war immer so ein Hin und Her mit der Anmeldung. Haben nicht alle geschafft tatsächlich. Und hier haben sie wirklich eine richtig gute Lösung gefunden. Dieser Wechselrichter kommt mit WLAN und Bluetooth. Mhm. Also kein Zigbee mehr, kein Kommunikationsmodell mehr, keine ECU. Aber jetzt haben wir alles in diesem Gerät verbaut. Genau. Ja. Okay. Bluetooth, WLAN, quasi App öffnen, auswählen, installieren. Und das Schöne ist ja, es ist ja ein 600 Watt Wechselrichter, upgradefähig auf 800 Watt, stufenlos. Stufenlos, du sagst es, das ist tatsächlich der erste Wechselrichter, also der mir bekannte Wechselrichter, den man als Endnutzer in der ganz normalen App von 600 auf 800 Watt regeln kann. Du gehst in die App rein, gehst an den Regler, schiebst die Wattzahl, die du, sobald es freigegeben wird, auf 800 Watt. So ist es. Also, solange betreibst du ihn in deinem Höhenmodus. Den kennst du? 6666. Ja. Kleiner Spaß. Genauso wie der Vorgänger DS3S. Sieht eigentlich identisch aus. Hat hier Schutzkappen. Darf man sich hier nicht täuschen lassen. Ist kein neuer Stecker. Kommt mit Wahnsinnseigenschaften her. Der ist sehr leistungsstark. Ja. Sprich diese klassischen 60 Volt Eingangsspannung Max. Mhm. Und 20 Ampere pro Kanal. Das ist jetzt so viel, dass wir tatsächlich die Möglichkeit haben, 4 Panels parallel an diese 2 Eingänge anzuschließen. Genau, über den Y-Stecker. So ist es. Ist nicht ganz offiziell, aber theoretisch wäre es möglich. Es ist möglich. Man muss natürlich ein bisschen aufs Modul achten. Es gibt von Trina Solar das Modell Vertex. Das hat einen Ausgangsstrom von 9,8 okay. Ampere, sprich 2 Module, knapp unter 20 Ampere, kann man hier problemlos anschließen pro Kanal. Das ist ja saustark. Das ist mega stark. Gerade wenn wir näher in die Winterzeit denken, Du hast Reserven. Wir haben Reserven, wir haben 4 Module, überschreiten nicht die Grenzen in dem völlig legalen Bereich. Hammer. Du kannst super eine Süd-West-Ausrichtung machen, sprich du hast wirklich bis abends Sonne, Strom und kannst einspeisen. Lass uns doch noch mal kurz auf die App eingehen. Einfach zu installieren, einfach einzubinden. Ja. Man kann diese App nutzen über Cloud. Egal wo du bist, du kannst diesen Wechselrichter auslesen, konfigurieren. Heißt, ich sehe meine Erträge auch unterwegs. Ich sitze in der Bahn, guck mal, was die Sonne gerade bringt. Okay. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, wenn man wirklich sich nicht anmelden möchte. Weil so eine Registration hat ja auch wieder Name, Adresse, Passwort. Ja. Wer das nicht möchte, kann hier ganz einfach über Bluetooth drauf zugreifen. Das finde ich stark. Ja. Das finde ich stark. Keine zusätzlichen Accounts, sondern einfach nur direkt drauf und los geht's. Genau. Ja, das ist wirklich ein Pluspunkt, wie ich finde. Selbst große Hersteller wie Anker nutzen diesen Wechselrichter, auch MI80 genannt, in ihren Komplettsystemen. Scheint ja wirklich die eierlegende Wollmilchsau zu sein. Oder Jan, gibt es auch Nachteile? Also von Nachteilen können wir hier wirklich nicht sprechen. Also wir haben hier ein Top-Gerät. Was mich persönlich tatsächlich ein bisschen
nervt. Aber nee. Du jammerst ja auch wirklich an allem rum, Jan, jetzt mal ehrlich. Ja. Ne? Was nervt dich denn? Der Zuschauer wird jetzt denken, hab dich mal nicht so. AC-Leitung. Ja. Endlich ist sie neu gekommen. Der Vorgänger war ein Graus. Aber dieser Stecker hier, also... Habe ich gerade auch schon gesehen. Aber habe ich es noch nie gesehen. Nee. Aber das ist und interessant. Da sprichst du es tatsächlich an. Dieser Stecker lässt sich wirklich einfach zusammenstecken und verriegeln. Ja. Nachteil, er ist von AP Systems. Das heißt, man muss sich den Wechselrichter kaufen und man muss sich nochmal diese Zuleitung für 29,95 kaufen. Okay. Du kannst kein Kabel selber bauen. Aber dafür kann er mit dem Preis glänzen. Im Lieferumfang haben wir tatsächlich nur den Wechselrichter, eine kleine Karte mit dem QR-Code zur App und diesen wundervollen Karton. Mehr ist es nicht. Aber das Kabel kriegt überall gekauft, oder? Das kann man dazu kaufen. Das gut. Kabel kostet rund über den Daumen 29,99. Mhm. Bestpreis. Wie lang ist das Kabel? 5 Meter. 5 Meter. 5 Meter. Okay. Bestpreis für den Wechselrichter, den ich gesehen habe, war 159,99. Ja. Somit meiner Meinung nach ein sehr guter Kurs. Verlinken wir euch gerne nochmal in der Videobeschreibung, wenn ihr noch ein bisschen mehr über den Wechselrichter erfahren wollt. Schaut einfach mal rein. Das AC-Kabel war meiner Meinung nach nicht der einzige Punkt, der negativ aufgefallen ist. Was mir persönlich noch fehlt, ist ein lokaler Zugang. Alles, was man mit diesem Wechselrichter machen kann, ist natürlich über die App. Super toll. Ja. Cloud, Internet, funktioniert alles. Aber ich bin tatsächlich so ein Typ, ich brauche das lokal in meinem Netzwerk. Das wär noch ein Träumchen. Fehlt leider. Okay. Aber wer weiß, was noch kommt. Die sind fleißig am Updaten. Das letzte Update hat diesen Schieberegler enthalten, wo man wirklich selbst die Leistung erhöhen kann. Was meiner Meinung nach ein sehr, sehr großer Pluspunkt ist. Auf jeden Fall. Von daher bin ich gespannt, was da noch kommt. Ich glaube, die geben sich gerade richtig Mühe. Ja, ja. Mein letzter Punkt, WLAN. Für dich ist es super. Das Gerät hat WLAN, du nimmst dein Handy, kannst verbinden, funktioniert. Mhm. Für mich ist das so ein bisschen so lala, weil WLAN haben wir meistens im Haus, Haus, ja. Aber nicht im Garten. Mhm. Der Vorgänger funktionierte immer mit dieser EQB. Mhm. Das war eine Zigbee-Verbindung, die durchaus eine höhere Reichweite hatte als WLAN. Okay. Wenn du eine kleine Wohnung hast, dieses Ding wirklich klassisch an deinem Balkon hängt, wirst du kein Problem haben. Mhm. Aber bist du hinten in deinem Garten, hast das Gerät hinten auf dem Schuppendach, könnte es tatsächlich eng werden. Die einzige Möglichkeit, die du dann hast, ist tatsächlich ein WLAN-Repeater. Ja, reicht denn ein Repeater oder brauche ich ein Mesh-Netzwerk? Gute Frage, ne? Das glaube ich, müssen wir auf jeden Fall mal testen, ob da so ein einfacher, ich sag mal, Fritz-Repeater, ja, was ja die meisten vielleicht haben. Ja, die meshen ja auch schon. Okay. Die meshen auch schon. Aber wie auch immer, das Einzige, was hilft, ist dann wirklich nur ein WLAN-Repeater. Ja. Oder man geht jedes Mal hin, verbindet sich mit Bluetooth und liest ab. Was natürlich auch keine Lösung ist. Was aber möglich wäre. Ne? Ich meine, anfangs haben wir natürlich auch noch, ich spreche aus meiner eigenen Erfahrung, jeden Tag geschaut. Ne? Ja, ja, wie steht die Sonne gerade? Was habe ich gespart? Mann, ist heiß. Und rechnet das hoch. Mittlerweile schaue ich schon gar nicht mehr. Ne? Ja. Also. Und brauchst du auch nicht, weil letztendlich anschließend laufen lassen. Ja. Und also ich brauche ja auch gar keine App. Ich kann ja einfach nur normal rangehen. Genau, man kann den ganz normal installieren. Habe ich hier eine grüne Lampe, die wieder schon leuchtet, damit sie zeigt, damit es funktioniert? Genau, wir haben hier die klassische grüne Lampe tatsächlich unten. Okay. Die blinkt dann wieder. Rot, Verbot, grün, läuft. Ne? Ja, Rot, Verbot, grün, läuft. Man kann diesen Wechselrichter ganz normal anschließen, ohne jegliche App. Ja. Und der fängt an zu produzieren. Kommen wir nochmal zur Optik. Mir ist aufgefallen, dass AP Systems an den Wechselrichter das Design, wenn ich es Design nennen darf, ein wenig verändert hat. Und zwar haben wir nochmal das alte Modell auch hier. In der Anbringung an einen Balken fand ich es immer sehr schwierig, den anzubauen. Ach, du meinst die Lasche hier oben. Genau, ne? Weil die ist hier sehr zentral, also das ist mittig. Dann hast du hier diese Erdungsklemme und hier noch so eine komische, was auch immer das sein soll. Sprich, du hattest nie die Möglichkeit, das wirklich hier einfach glatt, sauber an den Balken anzubauen. Es war einfach nicht möglich. Ne? Ja. Hier könnte man theoretisch, ich sage in der Theorie, glatt einfach sauber rangehen, hier mit einer Schraube durchgehen, das Ganze fixieren. Du sagst, das muss man sehen. Heißt, wir würden jetzt hier einen Balken nehmen und selbst den können wir hier sauber dran befestigen. Genau. Das war jetzt da schwierig. Ne? Schwierig, ja. Du hast recht, meine persönliche Empfehlung, immer Luft dran lassen.
Genau, genau, Luft ist gut. Ja. Ne, gerade im Sommer, die werden warm, ne? Aber die können auch ein bisschen was ab. Die können auch, gerade der AP System, der ist sehr robust. Ne, Operating Ambient Temperature Range minus 40 bis plus 65 Grad. Und was ich exklusiv getestet habe, ist das Relais. Klick! 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 Ja, aber ja. Es ist ja das, was die hier ist alle Probleme ausgelöst hat. Aktuell Thema Nummer 1. Ich will jetzt keine Hersteller nennen, aber tatsächlich jede Menge ohne Relais. Ja. Große Verarsche. Das wurden halt Kosten eingespart. Ja. Und wie war es denn in dem Modell? Da war das auch schon... Da war auch ein Relais drin. Da war auch schon ein Relais drin. Da war auch ein Relais drin. Okay, also sind die nicht alle über dasselbe Band gelaufen, wie wir alle erst gedacht haben. Okay, AP Systems. Ja. Neueste Generation. Solides Modell. VDE-konform. Ja. Wir haben alles drin. App. Ne, Wi-Fi, Bluetooth. Wi-Fi-Schwächen. Habt ihr auch Schwächen? Habt ihr das Gerät vielleicht schon? Betreibt ihr das Gerät? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Lasst uns da mal ein bisschen austauschen. Ich habe da Bock drauf. Und vielleicht liegt es auch einfach nur an deinen Wänden, dass sie nicht durchkommen. Ne? Also, das war er, Jan. Ja. Danke, dass ich wieder hier sein durfte in deiner kuscheligen Garage. Schaut gerne auf unserer Website vorbei, viermänner.com, wenn ihr euch für Balkonkraftwerke interessiert oder auch für Smart Home, E-Bikes, was auch immer. Ihr findet da allen möglichen Kram. Viel Spaß, lasst gerne ein Like da und wir sehen uns bald wieder. Danke, Jan. Hau rein. Gerne. Ciao. Ciao.